Das sind die besten Lego-Monster auf der ganzen Welt. Schau bis zum Ende, um keine zu verpassen. Los geht's. Oh mein Gott, Freunde, es ist einfach die krasse Lego-Animation mit den SCP-Monstern, Freunde. Ich bin gespannt, wie der Brückenwurm aussehen wird, Zugfresser und noch viele mehr. Guck mal, jetzt geht hier gerade Stevie, Leute, so heißt der, gerade aus seinem Haus raus. Und wo geht der jetzt hin? Oh mein Gott, ist da direkt schon Lampenkopf, Leute. Ist da Lampenkopf? Siren. Oh mein Gott, da ist Lampenkopf. Oh mein Gott, und wer ist das? Ist da das Hausmonster? Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, was? Er ist direkt schon in Ohnmacht gefallen? Hä? Oh Gott, da gibt es anscheinend leider noch mehr Monster, Leute. Und zwar das vergessene Baby. Oh mein Gott, okay. Hier ist anscheinend irgendwo das vergessene Baby, ne? Aha, irgendwo hier ein Baby oder was, sagt er? Okay, ich guck mal. Oh Gott, Leute. Das wird, glaube ich, okay, eine Stunde und 40 Minuten später soll anscheinend hier irgendwo das Baby gleich geboren. Was ist denn jetzt los? Hast du gerade gehört? Hört ihr das, Freunde? Ich glaube, da ist irgendwie so ein krasses Baby oder so gerade. Nein. Oh mein Gott. Das vergessene Baby! Oh nein, es wird ihn essen. Oh mein Gott, Freunde. Alter, das Baby wird einmal gegessen. Ein paar Stunden später sieht das Ganze dann anscheinend so aus. Und zwar absolut... Oh Gott. Der Doktor kommt zurück. Tja, mach dein Zimmer sauber. Dabei ist das einfach Timmy, Freunde, der da quasi gegessen wurde. Der Brückenwurm, Leute. Oh mein Gott, okay. Okay, hallo? Ist hier jemand? Oh, Leute, seht ihr das? Die beiden Augen oder sowas? Ja, guck mal, er... Oh mein Gott, ich hab's gehört. Oh, der Brückenwurm! Oh mein Gott, der wurde gegessen vom Brückenwurm, Freunde. Aua, oh mein Gott. Cartoon Cat. Oh, Leute, hier ist Cartoon Cat, ne? Und die ist anscheinend hier gesucht, Leute. Und jetzt ist er jetzt... Oh mein Gott, was soll er sein? Oh, guck mal, er fährt mit dem Auto unterwegs. Oh, ist mit dem Auto unterwegs. Ich kurz gebremst, Leute. Ganz wichtig jetzt hier. Und oh Gott. Ist da anscheinend. Oh, Detective. Da liegt anscheinend ein Arm. Mhm. Genau, kurz noch ein paar Bilder davon machen. Aber warum ist es dann in der Einfahrt? Hallo? Ist jemand zu Hause? Er guckt auf jeden Fall gerade ein bisschen. Er checkt auf jeden Fall alle. Oh mein Gott, da ist gerade Cartoon Cat. Wie die gerade jemanden isst. Nein, lauf weg, schnell. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Oh, oh, Leute. Cartoon Cat wird, glaube ich, gleich jemand holen, ne? Die Extra-Rutsche. Oh, Freunde. Hier ist gerade die Extra-Rutsche, ne? Richtig krass gebaut in Lego, Leute. Und die... Guck mal, die kann sogar blinzeln, Leute. Okay, und jetzt ist die anscheinend hier gerade am Start und warte, bis Kinder auf der rutschen. Oh, oh, guck mal. Die denken sich jetzt auch gerade so, was eine coole Rutsche, ne? Guck mal, hier, ich bin Harry Potter und ich rutsche jetzt hier diese Rutsche runter. Yippie! Oh mein Gott, und oh, die Ex-Rutsche isst ihn einfach, Leute. Oh, und hier kommt das Skelett wieder raus. Oh mein Gott, da bin ich auf jeden Fall auch verstört, wenn ich die wäre gerade, ne? Hat einfach die Ex-Rutsche ihn komplett aufgegessen, Leute. Oha, und das ist auch einfach die Ex-Rutsche in Lego gewesen, ne? Jetzt haben wir sogar noch Siren Head. Das ist Megahorn, Freunde. Oh mein Gott, ich bin gespannt, ne? Ja, ich weiß, das ist richtig blöd. Ich weiß, voll doof, dass sie sich trennen. Aber wir reden jetzt gerade auf jeden Fall irgendwelche Stories, Leute, am Lagerfeuer. Aber habt ihr das gerade gesehen? War das gerade Megahorn? Oh, oh, man hört schon Geräusche, Leute. Das hört gar nicht gut. Pass auf hinter dir. Nein, nein. Oh mein Gott, da wurde einfach sein Kopf. Sein Kopf, Freunde. Oh, lauf schnell weg, Bruder. Lauf schnell weg, lauf. Oh mein Gott, da wurde gerade einfach sein Kollege gegessen. Na, komm schon, nimm die beiden in die Hand und lauf. Oh, das ist gerade gar nicht gut, ne? Das ist gerade gar nicht gut für den. Oh nein. Siren Head. Oder ist das der Brück? Ist es hier der Megahorn? Ich glaube, das ist Megahorn, ne? Oh, oh. Schnell, lauf weiter, Bruder. Ich weiß, er ist irgendwo da. Megahorn. Oh, oh. Megahorn gegen Siren Head, Freunde. Ist ja richtig krass gebaut, ne? Oh, oh. Und zack. Siren Head einfach auseinandergenommen, Megahorn, ne? Alter Schwede, Leute. Megahorn auf jeden Fall richtig, richtig krass unterwegs. Der Smile Room, beziehungsweise der Raum, wo man drin lacht. Okay, ich bin mal gespannt. Ich glaube, den haben wir auch schon mal gespielt in Roblox. Na, mal gucken, jetzt hier geht's hier rein, okay? Hallo, hallo, ich bin jetzt hier gerade am Start. Okay. Oh mein Gott, und sie wird einfach gegessen, Freunde. Was? Okay, 52 Tage später.
Wie sieht denn das dann aus bei... Oh, da wird's wieder... Oh mein Gott, das Ding hat einfach 52 Tage sie gegessen, oder was? Ist ja super eklig, Freunde. Die Arme wurde einfach gerade gegessen. Das kann doch nicht angehen, Leute. Das ist hier einfach... Okay, warte mal, jetzt haben wir hier den Zugfresser, Freunde. Oh mein Gott, okay. Oh, Leute, der Zugfresser ist jetzt hier gerade einfach... Oh nein, oh mein Gott, der wurde einfach gerade gegessen, Freunde. Der wurde gerade einfach gegessen. Ey, nein. Und dann, oh, auch jetzt geholt. Der arme Typ, der einfach gegessen wurde. Jetzt spielen die sogar anscheinend alle Squid Game, Freunde. Cartoon Cat, Brückenwurm und noch viele mehr. Und oh mein Gott, was? Oh mein Gott, Siren Head, Leute. Siren wurde auf jeden Fall gerade einfach ausgenockt, ne? Oh, oh. Jetzt können wir mal sehen, wie er alle Szenen kreiert hat, Freunde. Und auf jeden Fall nochmal die Monster genauer angucken mit Lego, ne? Das heißt, hier kann man schon mal sehen, hier hat er quasi dieses Cartoon Cat-Dingens und hat angefangen, das Haus erstmal zu bauen. Und wie cool Cartoon Cat im Lego aussieht, ne? Ja, okay, das Haus hat auf jeden Fall jetzt hier gerade schön mal gebaut und sowas. Sieht auf jeden Fall alles richtig cool aus. Guck mal, wie viel Lego der zu Hause haben muss, ne? Ist echt unnormal. Sieht aber echt sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier schon mal das Haus, was ist sogar schon fast fertig ist, Leute. Sieht echt cool aus, ne? Guck mal, jetzt haben wir hier, oh, Cartoon Cat, Leute. Sie wird immer größer und heftiger, ne? Guck mal, jetzt hier auch die Arme, Freunde, auch die Hände und sowas. Wow, Cartoon Cat ist am Start, Leute. Okay, sieht auf jeden Fall so, wurde dann quasi die Szene gebaut, ne? Hier kommt nochmal anscheinend dieser Lego, was auch immer das für ein Auto war, der eben gerade gezeigt. Und so wurde dann quasi die Szene einfach erstellt, ne? Er muss halt natürlich mit der Kamera jedes Mal so da herangehen und sowas und alles halt immer Stop-Motion-mäßig machen. Aber auf jeden Fall schon mal sehr cool gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal die Cartoon-Cat-Szene, Leute, die er gemacht hat. Mal gucken, wie er die Brücken- bzw. die Mega-Horn-Szene gemacht hat. Schaut euch das mal an, wie krass das alles aussieht, ne? Kurz hier hat er den kompletten Mega-Horn gerade gebaut. Dann ist ja der Cyber umgefallen. Also hat quasi so angefangen, indem er jetzt hier erstmal... Also ich... Ja gut, schade, dass er nicht gezeigt hat, wie er jetzt genau diese Teile baut. Also halt auch wirklich Monster baut. Aber jetzt guck mal hier, die komplette Wand, ne? Die musste er einfach so bauen. Das hat richtig, richtig lang gedauert, Leute. Weil das einfach auch unterschiedlich und sowas ist, ne? Aber trotzdem sehr, sehr krass gemacht, Leute. Muss ich echt sagen, wie das jetzt auch gerade alles gerade aussieht. Schon sehr, sehr wild, ne? Jetzt hier geht es sogar weiter mit, oh Gott, was? Einfach Siren einfach da am Boden, Freunde, der Arm. Und so wird dann quasi auch diese Szene gebaut, ne? Auch sehr, sehr krass gemacht, muss ich sagen. Auch mit den Bäumen und sowas, ne? Und armer Siren. Deswegen schreibt mal rein in die Kommentare. Rest in Peace, also RIP Siren Head, Leute. Oh, welche Szene hat er da jetzt hier gebaut, Leute? Geht auf jeden Fall gerade hier schon mal weiter. Und oh, und zwar die ganz, ganz große Szene mit diesem ganz großen Monster, Freunde, was halt quasi echt anders geworden ist. Jetzt hier ist seine Kamera quasi wieder am Start gewesen. Und hier hat er das dann quasi auch alles mit dem Programm oder so alles gemacht, ne? Ready to capture oder sowas, genau. Ey, sehr, sehr krass. Also, er darf auf jeden Fall die Kamera nicht bewegen, Leute. Wenn er die Kamera bewegt, dann ist auf jeden Fall Ende im Gelände, ne? So, hier ist anscheinend sogar schon die Person kaputt. Mal gucken, wie er da angefangen hat zu bauen. Also, mit welcher. Oh, das ist sogar. Hast du das gerade gesehen, Freunde? Das gerade gesehen, genau. Da ist nämlich Cartoon Cat noch drin, ne? Die habe ich eben sogar gar nicht gesehen, Alter. Wie krass sind das, bitteschön? Okay, jetzt hier wird anscheinend jetzt erstmal alles hingebaut, Freunde. Das heißt, hier bin ich jetzt mal gespannt, wie er das jetzt hier gemacht hat, Leute. Und zwar fängt er damit an. Okay, jetzt wird sogar hier explodiert. Na, sehr, sehr wild, Leute. Okay, sehr, sehr wild auf jeden Fall gemacht. Und jetzt haben wir jetzt hier nämlich die Extra-Tür, Freunde. Beziehungsweise eher die Smile-Room-Dingens, ne? Monster-Dingens. Okay, so hier hat er quasi das so gemacht, dass es hier hinten, glaube ich, dunkel ist, ne? Guck mal, jetzt hat er das alles benutzt, hat er dann quasi die Tür dazu benutzt. Und dann so ein Schiebeding, dass er es quasi zumachen kann und dann sieht man es quasi nicht, ne? Das ist ja trotzdem eine krasse Animation. Jetzt hat er hier schon mal das, den Boden so gemacht, Leute. Und hier wieder die Teile gemacht, hat jetzt auf jeden Fall besser aussieht wie so eine Wand, ne? Hier auch nochmal ganz kurz das Teil gemacht, auch sehr, sehr wild, muss ich sagen. Sieht auch sehr cool aus. Und jetzt muss er da halt irgendwie diese extra Dinge Sinn machen. Oh, guck mal, Leute, wie das aussieht, ne? Sieht schon echt cool aus eigentlich, ne, wie er das gemacht hat. Muss man schon sagen, ist auf jeden Fall ein dicken Respekt an ihn, wie er das geschafft hat. Sieht echt sehr, sehr nice aus, Leute. Also das ist auf jeden Fall jetzt hier gerade schon mal der Extra-Raum, glaube ich, ne? Oder der Smile-Room, besser gesagt. Ne? So wird dann quasi der gerade gebaut. Und hier wurde anscheinend auch noch die Extra-Rutsche gebaut, Leute. Das war ja relativ simpel. Der musste halt da nur irgendwie ein paar Bäume und Sinn machen, Freunde. Also das war jetzt nicht so krass aufwendig. Ich bin echt gespannt, Freunde. Es geht ja anscheinend schon mal direkt los mit dem Haus-Set, glaube ich, ne? Und ich weiß nicht, ob er dazu noch die Stadt mitbauen wird, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus, Leute. Das Video ist von Monsterbock. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Link ist in der Videobeschreibung. Und er macht auf jeden Fall schon mal hier das Haus sehr, sehr krass. Halt schon so ein bisschen so kaputt, ne? Das heißt, das Holz ist jetzt nicht so glatt daran, aber ey, was? Das sieht da so krass aus, Leute.
wie vielen... Also das Ding ist, es wird auch so aufgenommen und so gezeigt, dass man es theoretisch, wenn man alle diese Materialien hat, nachbauen kann. Ich würde sagen, Leute, dass ich so bei 5000 Likes mal selber probieren werde, ein Zugfresser oder irgendwie ein anderes Monster, Leute, nachzubauen mit Lego oder Knete. Falls ihr anderen Knete-Videos nicht gesehen habt, müsst ihr die unbedingt nach diesem Video auschecken. Aber jetzt hier schon mal, anscheinend das Haus-Head-Monster fertig gebaut, Leute. Und jetzt geht es schon mal weiter zu der Extra-Rutsche. Und ich frage mich, wie er dieses Wabblige runtergemacht hat, mit welchen Lego-Teilen er das quasi gemacht hat. Ist das überhaupt auch alles Lego, Leute? Oder ist es noch dieses andere? Es gibt noch dieses andere, das heißt nicht Lego, sondern das ist, glaube ich, noch ein bisschen billiger als Lego. Könnt ihr mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt geht ja schon mal direkt los mit der Rutsche, Freunde. Und sieht auf jeden Fall schon mal echt richtig, richtig krass aus. Auch wie er die Augen gemacht hat, ne? Okay, ich bin trotzdem gespannt, wie er die Rutsche hinbekommen möchte. Weil die Rutsche ist natürlich das Schwere, Leute, an der ganzen Sache. Und es sieht gerade nicht so schlecht aus. Na, guck mal jetzt hier. Zack, 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 zack. Okay. Auch sehr, sehr gut, Leute. Und jetzt hier. Ah, und jetzt geht der Mund. Okay, der Mund ist auf jeden Fall auch noch relativ machbar. Ey, das ist aber... Oh mein Gott. Ach, so wird das gemacht. Hä, aber wie... Ach so, dann ist es so ein Ding, was dann so verknüpft wird und dann biegt sie es quasi nach unten. Und dann macht das Ganze nochmal andersrum, dass es nochmal so nach oben geht. Ah, okay, jetzt quasi so eine kleine Lücke da drin, ne? Ey, das sieht ja richtig krass aus, also wie krass er das da macht, ne? Und anscheinend werden die ganzen Monster auch noch gegeneinander kämpfen, Freunde. Deswegen, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, um zu erfahren, welches Lego-Monster auf jeden Fall das stärkste sein wird. Okay, jetzt hier die Extra-Rutsche. Kriegt auf jeden Fall ganz, ganz viel Kulisse. Oh, weil geht's hier mit DJ Mami Longlegs, irgendwie sowas, glaube ich, ne? Dieser DJ eine, ich weiß ja nicht genau, wie der heißt. Aber wie das Monster gebaut wird, auch sehr, sehr heftig. Also falls ihr da irgendwie annähernd nur so die ähnlichsten Teile zu Hause habt, probiert es mal selber aus, das Ganze nachzubauen. Und falls ihr was nachbaut, könnt ihr mir das auf jeden Fall gerne mal zeigen, mir bei Instagram schicken oder sowas. Und dann, ja, kommt er vielleicht mal in einem Video vor, wo ich vielleicht auf eure Lego-Kreaturen reagiere. Sieht auf jeden Fall auch gerade echt nicht schlecht aus. Also, man könnte schon denken, es ist irgendwas von Star Wars gerade, ne? Aber dabei ist es, glaube ich, einfach nur der Kopf oder der Körper. Ich glaube, eins von den beiden Sachen, Leute. Und oha, jetzt kommt auch nochmal hier. Alter, das sieht richtig gut aus, ne? Das sieht mega gut aus, Leute. Ey, das ist, ich glaube, einer der krassesten Lego-Bauer, ne, die wir bis jetzt gesehen haben. Falls ihr noch krassere Lego-Bauer kennt, müssen wir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, Freunde. Okay, sieht echt sehr, sehr krass aus. Jetzt haben wir sogar, Leute, der Zugfresser nochmal aus Lego. Wir haben ja schon mal so eine Lego-Animation von dem Zugfresser gesehen. Aber so detailliert gebaut wurde er auf jeden Fall damals nicht. Ne? Guck mal, der kriegt jetzt sogar so einen eigenen Boden, Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, der Zugfresser wird richtig gut aussehen, ne? Guck mal, das ist, glaube ich, sogar von innen nicht mal hohl oder sowas, sondern der ist sogar von innen sogar komplett, ja, Mensch und Zug und sonstige Sachen, Freunde. Guck mal, wie krass das aussieht, ne? Jetzt hier vorne auch nochmal ganz kurz ein Mensch. Also auf beiden Seiten ist denn dieser Mensch, ne? Und jetzt kommt auf jeden Fall hier schön diese Zugfresserfront, Leute. Ey, das sieht ja so cool aus. Jetzt hier nochmal die Augen ran und so, was? Ey, das, die andere Seite auf jeden Fall nochmal genauso. Halt nochmal einfach auch wieder irgendwie random die ganzen Augen hinmachen. Ey, das sieht so cool aus. Und guck mal jetzt hier, zack, alles ran und dann bum, 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 bum. Ey, das sieht so cool aus, Leute. Was? Das sieht ja richtig gut aus. Und jetzt einfach, ey, oh, und das ist jetzt, ja, und dann ist der Zugfresser einfach schon mal fertig. Das sieht ja richtig gut aus, Leute. Ey, was? Und jetzt guck mal, jetzt steht er einfach da. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den so gut hinbekommen. Aber mal gucken, wie sie den Spinnen-Thomas.exe bauen werden, Leute. Weil der ist dann voll am schwierigsten. Der hat ja erstmal einen gebogenen Hals. Denn erstmal jetzt anscheinend hier auch ist es ja ein Zug. Das heißt, es hat auf jeden Fall auch hier diese Räder. Und dann noch diese Spinnenarme, Freunde. Ob das jetzt gut sein wird, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber es... Jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal aus wie fast der normale Thomas, Leute. Also ist auf jeden Fall noch nicht irgendwie verflucht. Jetzt ist er schon ein bisschen verflucht, muss ich sagen. Jetzt, wo da die Spinnarme kommen. Aber von was sind denn die Spinnarme? Weil es gibt da keine Sets oder so, die man denn kaufen kann von den Figuren. Das ist ja alles selber gebaut, Leute. Ey, das sieht aber echt schon richtig gut. Oh, können wir jetzt hier schön. Das ist, glaube ich, der Körper, ne? Das ist, glaube ich, dieser Spinnenkörper, der jetzt gerade da gemacht wurde. Und hier ist jetzt, das ist auf jeden Fall der Kopf. Das ist der Kopf von Thomas von Excel, Leute. Okay, sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Und jetzt hier alles kurz, zack, zack, zack. Auch die Bahnschiene und so. Auch sehr, sehr heftig, Freunde. Und, oh, die Kulisse. Und schon ist Tom von Exe fertig. Mal gucken, wie das aber aussieht mit dem verfluchten Spinnen-Exe. Aber auch einer von Thomas der Lokomotive. Aber ich weiß nicht genau, welcher Zug das war, Leute. Könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber man kann jetzt schon mal sehen hier, dass der Ganze auf jeden Fall auch relativ simpel gebaut wird, indem er jetzt erstmal seine ganz normale Zugform bekommt und danach halt erst so ein bisschen verflucht wird. Das heißt, das sieht schon mal
ein bisschen ungewöhnlich aus mit den roten Teilen oben. Aber noch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Noch gar nicht so verkehrt, ne? Das hier, guck mal, zack, das Dach nochmal raufmachen. Und, oh, pass auf. Und jawohl, guck mal jetzt hier, zack, alles ran. Und hier auch nochmal schön alles ran. Ey, Leute, ich glaube, das wird ein richtig deftiges Ding, ne? Das wird, glaube ich, richtig, richtig heftig aussehen. Der Zug. Okay, jetzt hier, guck mal, alles vorne. Und ich frage mich, wann der Kopf daran kommt. Jetzt hier, guck mal, macht er das erstmal das jetzt ran. Das heißt, auf jeden Fall der Zug, wieder normal, ist auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt kommen wir langsam zu dem etwas verfluchteren. Ja, und zwar das Gesicht, Leute. Und dann noch die Zähne. Was, Leute? Und nochmal hier, zack, die Spinnenbeine. Ey, wie krass die aussehen, Leute. Ohne Spaß. Guck mal, das Ding ist ja nicht mehr auf dem Boden. Das schwebt ja quasi sogar einfach so als... Guck mal, das schwebt ja einfach. Oh, jetzt haben wir hier der Busfresser, Freunde. Was, wie cool sieht das denn aus? Einfach der Busfresser. Okay, kann der vielleicht irgendwie mithalten, Freunde? Oh, das sind ja so viele coole Monster, Leute. Das ist ja richtig cool. Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnen wird. Ob es dann irgendwie vielleicht doch der Busfresser sein wird oder vielleicht doch Spinnenmami Longlegs. Keine Ahnung, wann noch alles kommen wird, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und guck mal jetzt hier, guck mal, alles zack zu. Und hier auf jeden Fall auch nochmal zack. Oh, Leute, das sieht auf jeden Fall echt richtig gut aus, ne? Das sieht alles richtig, richtig gut aus. Jetzt hier auch, guck mal, die Brücke hier. Und dann, oh, was macht der jetzt hier alles ran? Ah, doch, okay, also der Bus, Leute, nimmt auf jeden Fall schon mal Form an. Also das wird auf jeden Fall echt ein richtig, richtig gutes Ding. Und ja, auch hier oben und sowas, Leute, echt sehr, sehr wild. Oh mein Gott, okay, das ist schon... Okay, bis jetzt kann man nicht erkennen, das ist der Busfresser, muss ich sagen. Es fehlen dann noch diese Beine. Oder diese Beine fehlen einfach noch. Aber wie viel da auch so drin steckt, wie schwer muss eigentlich dieses Lego-Teil sein? Weil... Leute, ich meine, das sind so viele verschiedene Lego-Teile. Wäre doch cool, wenn er hinschreiben würde, wie viele Lego-Teile er insgesamt so gebraucht hat. Aber es ist natürlich dann für ihn nochmal viel, viel mehr Arbeit, das Ganze zu zählen. Vielleicht hat irgendwer von euch ja Langeweile und zählt einfach mal die kompletten Lego-Teile, Leute. Wenn ihr das richtig erratet und das nochmal bestätigt wird, dann kriegt ihr vielleicht irgendwas Besonderes. Mal gucken, ob das irgendwer macht, Leute. Und jetzt haben wir hier den Megahorn, Leute. Der Megahorn Siren Head. Oh mein Gott, der sieht richtig cool aus. Und der sieht... Allgemein sehen alle Monster richtig realistisch aus, ne? Ich meine, es sind im Grunde ja eigentlich nur Lego-Sachen, aber das sieht richtig, richtig realistisch aus, Freunde. Ich bin echt schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Also es ist schon echt sehr, 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 sehr wild gemacht, ne? Jetzt guck mal hier, das ganze Teil jetzt hier relativ groß und ja, schon echt wild gemacht, muss ich sagen. Guck mal jetzt hier, guck mal nochmal die Füße, glaube ich, genau. Die Füße sind jetzt auch nochmal hier gemacht worden. Und, ja, zack, auch nochmal alles da. Ey, das ist halt sehr, sehr gut, ne? Jetzt guck mal, hier kommen hier nochmal die Hände ran, Leute. Ui, die Hände werden, glaube ich, richtig böse aussehen, ne? Was soll das jetzt hier sein? Ich glaube, das sind wahrscheinlich diese, nochmal Arme. Oh, guck mal jetzt hier. Oh ja, die Beine. Okay, ich bin gespannt, wie sie den Dings machen wollen, Leute. Den riesen Mund, das riesen Gesicht von dem. Und zwar kommt jetzt hier die Antenne ran. Jetzt wird das alles gebaut, Leute. Jetzt kommt jetzt alles ran. Jetzt kommt die Zunge erstmal. Und jetzt alles daran. Und, oh, dann wird es einfach nur, glaube ich, so breit gemacht, ne? So breit gebaut und dann alles rot und dann mit Zähnen ran, Freunde. Also, anscheinend geht es ja sogar direkt schon los mit dem Hey Stop a Minute Monster, Leute. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen, ne? Und jetzt haben wir sogar hier Headlight, ist auch noch direkt am Start. Also so ähnlich wie Siren Head, aber halt einfach so Lighthead, ne? Und als nächstes kommt direkt der Nachbar ran, Freunde. Also anscheinend wird jetzt hier eine komplette Stadt gebaut mit diesen Monstern. Breaking News Monster. Sieht auf jeden Fall auch echt richtig, richtig krass aus, Leute, ne? Dann haben wir einmal hier God of Roadkill Monster, ne? Auch sehr, sehr unheimliches Monster, muss ich sagen, Leute. Auf jeden Fall von den Trevor Henderson Monstern, ne? Dann geht's hier weiter. Anscheinend in den Wald mit dem House-Head, Leute. Oh mein Gott. Guckt euch mal bitte schon an, wie cool der House-Head aussieht, ne? Ich frage mich halt, ob das originale Lego-Sets sind. So, Siren-Head ist auf jeden Fall jetzt hier auch am Start. Der war sogar ganz oben jetzt hier gerade, ne? Und der Behemoth, Leute. Alter, der Behemoth, auch ein richtig, richtig krasses Monster, ne? So, weiter geht's hier anscheinend bei der anderen Stadt. Und zwar haben wir jetzt hier einmal den Smile-Room, Freunde. Cartoon Cat ist auch am Start, ne? Denn hier kommt ein Dach rauf und dann, wer wird sich da auch noch verbergen? Oh, Bombenfest ist hier drin bei Cartoon Cat. Oder? Ist das so, Freunde? Oh Gott, wer wird jetzt da hinkommen? Oh, Cartoon Cat, wie das aussieht, Leute. Okay, mal gucken, wer wir jetzt gleich hier noch in der Stadt sehen werden. Ey, wie das aussieht. Ey, Cartoon Cat. So, dann haben wir einmal Living Building, ne? Das heißt, das Haus ist einfach
echt da. Und haben wir hier den Milchwalker, Leute. Der Milkwalker, ne? Auch ein sehr, sehr krasses Trevor Henderson Monster. So, was haben wir jetzt hier bei der weiteren Stadt? Oh, die Extra-Rutsche natürlich, Freunde. Sie darf auf jeden Fall nicht fehlen, ne? Einfach die komplette Extra-Rutsche aus Lego. Das sieht so cool aus, ne? Ey, lasst mal gerne ein Like da, Freunde, wenn ihr auch gerne dieses Set hättet, ne? Das wäre so cool. Also, ich würde sagen, bei 5000 Likes kaufe ich mir mal so ein paar coole Lego-Sachen. Dann werde ich sowas selber mal nachbauen. Und hier ist auf jeden Fall gerade der Day 18, das Day 18 Monster, Leute. Sieht auf jeden Fall auch echt mal sehr krass aus. Ey, hier ist Jar Jar Binks, Leute, von Star Wars. Wie cool sieht das denn bitte schön aus, ne? So, jetzt haben wir hier... Oh, jetzt geht's hier direkt weiter in die nächste Stadt, Freunde. Der Tisch war auf jeden Fall leider gerade zu klein. Deswegen muss er auf jeden Fall die Stadt so erweitern. Und zwar haben wir hier den Brückenwurm, Freunde. Oh mein Gott, der sieht so gruselig aus, ne? Und dann haben wir einfach hier die Himmelstentakeln. Ey, Freunde, das sind hier echt die coolsten Monster, die ihr jemals sehen werdet. Ja, das sieht so krass aus, ne? Hier haben wir anscheinend das vergessene Baby. Das Monster haben wir auch schon gesehen, ne? Also das ist echt richtig krass. Das sieht echt auch richtig gruselig aus, ne? Auch damals, als es auch rauskam, es war auch echt richtig gruselig, Freunde. Dann haben wir anscheinend einmal das lange Pferd, ne? Long Horse, Leute. Auch ein sehr, sehr gruseliges Monster. Aber was mich auf jeden Fall echt in Acht nehmen würde, wenn ich hier wäre, ne? Da würde ich auf jeden Fall echt gut aufpassen, Freunde, muss ich ehrlicherweise sagen. So, jetzt haben wir hier den Siren Head. Oh, der ist anscheinend auch hier in der Stadt anstatt. Aber es ist anscheinend der Etsy Siren Head, ne? Und hier haben wir den Bananenfresser, Leute. Banana Eater. Der ist auch am Start. Was? Wie cool ist das denn? Ha! Leute, einfach Banana Eater, ne? Und oh, der große Mava Megafon, Leute. Ey, das ist so ein cooles Monster auch am Start. Das ist echt sowas von cool. Guck mal, haben wir den Brückenwurm. Hier einfach den Dingens, den Himmelstentakel-Monster. Langes Pferd, Leute. Das hat noch Megahorn, Siren Head, ne? Ey, und auch nochmal die gefährliche Essensbanane. Guck mal, da rechts ist sogar noch die andere Stadt. Das heißt, die Stadt wird sogar so erweitert sich gerade. Hat man nämlich gerade hier den Behemoth, glaube ich, noch gesehen, ne? Boah, das sieht so krass aus, Freunde. Ich bin jetzt mal gespannt, welche Monster wir jetzt noch sehen werden. Und zwar, oh, es geht weiter jetzt hier. Die Stadt wird jetzt hier erweitert auf den Tisch. Das heißt, er hat sich anscheinend hier eine größere Tischplatte geholt. So, jetzt hier, zack. Und die Stadt sieht jetzt auf jeden Fall schon mal recht groß aus, muss ich sagen, ne? Aber es wird noch weiter gemacht, Freunde. Es sind noch viele, viele Monster da, die wir noch nicht gesehen haben. Wie zum Beispiel den Zugfresser, Leute. Den Zugfresser haben wir noch nicht gesehen. Dann haben wir zum Beispiel auch noch so ein paar SCP-Monster noch gar nicht gesehen, ne? Ey, echt krass. Ich guck mal, was wir jetzt noch so haben. Und ja, Leute, erst geht direkt weiter hier mit dem Norpo, Freunde. Guckt euch mal dieses Monster an. Ich meine, man sieht immer unten rechts kurz das Monster, ne? Also Norpo ist anscheinend auch am Start direkt hier im Wald. Dann haben wir hier, oh mein Gott, Leute, Slenderman. Oha. Aber der gefährliche Slenderman, ne? Der mit den ganz vielen Armen, Freunde. Uiuiui. Und so sieht das denn da im Dunkeln aus im Wald, ne? Die kommen auf jeden Fall direkt daneben in den gruseligen Wald. Was haben wir jetzt hier am Start? Ein Einkaufszentrum. Aber welches Monster verbirgt sich denn da, Freunde? Und zwar hier der Starliner Cinema Monster. Leute, und dann haben wir Hush. Hush ist auch am Start. Auch ein ganz, ganz gefährliches SCP-Monster. Also hier könnt ihr auf jeden Fall auch alle SCP-Monster kennenlernen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um danach zu erfahren, welche SCP-Monster es noch so geben wird, ne? Das ist nämlich echt, hier erfahrt ihr nämlich alle SCP-Monster. Hier haben wir noch mal den Skyscreamer, Leute. Und zwar der Himmelsschreier, ne? Auch ein sehr, sehr krasses Monster. Guck mal, wie es einfach in der Luft schwebt. Das sieht auch echt sehr, sehr krass aus, Freunde, ne? Oh mein Gott, so viele Monster einfach bei so einem Einkaufszentrum. Schon echt krass gemacht, ne? Mal gucken, welche Monster wir noch haben werden. Ich bin echt, oh, was ist denn jetzt hier? Hier haben wir jetzt anscheinend, oh mein Gott, der Vogelschauer, Leute, der Birdwatcher, ne? Oh mein Gott, Leute, das Monster ist auf jeden Fall auch echt richtig, richtig krass. Das wird, glaube ich, auch die anderen Monster, glaube ich, wahrscheinlich auch alle eine riesen, riesen Konkurrenz sein. Hier haben wir Big Charlie, Freunde. Das Monster sieht auf jeden Fall auch echt richtig gruselig aus, ne? Auch sehr, sehr kreativ, wie das gemacht haben mit den ganzen Lego-Teilen, muss ich sagen, ne? Ist echt sehr, sehr gut gemacht und sowas, ne? Okay, jetzt auf jeden Fall hier kann man sehen, das Monster auf jeden Fall komplett crazy, Freunde, ne? Weiter geht jetzt hier anscheinend mit einem noch krasseren Monster. Und zwar, welches ist es jetzt hier, Leute? Oh, hier ist die Freiheitsstatue. Oh, was? Einfach die Freiheitsstatue? Okay, ich glaube, es ist jetzt gerade kein Monster, aber ein bisschen Deko kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Oh, hier, der Minecraft Creeper, Leute, aber in der Trevor Henderson Edition. Und hier das, Leute, wir hatten einmal eben das lange Pferd und das hier ist das kurze Pferd, ne? Ich warte trotzdem immer auf den Zugfresser, Leute. Wo bleibt der Zugfresser, ne? Das ist das beste Monster, finde ich immer von denen allen, ne? Oder vielleicht auch noch hier der Spinnen-Thomas-Punexe. So, was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott, den Nightwalk, Leute. Den Nachtläufer, ne?
auch ein sehr, sehr krasses Monster, was einfach hier auf dem Parkplatz chillt, ne? Echt ein sehr, sehr gruseliges Monster, Freunde. Kommt auf jeden Fall auch hier rein in die Stadt, auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum. Oh Gott, was haben wir jetzt hier? Ah, er muss auf jeden Fall hier drehen. Und dann haben wir hier anscheinend den nervösen Hausgast, Leute. Der sieht auf jeden Fall auch echt mega nervös aus, ne? Und hier nochmal den Kostümmann, ne? Er sieht auf jeden Fall auch echt richtig gruselig aus, Freunde. Ey, sowas von krass gemacht, muss ich sagen, ne? Das ist echt richtig, richtig cool. So, welches Monster, beziehungsweise welche kommen noch jetzt dazwischen? Weil es muss auf jeden Fall noch so ein Ding dazwischen geben, glaube ich, hier, ne? Genau, hier kommen wir schön dahin. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall noch... Oh mein Gott, jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine dritte Reihe, die noch kommt. Und oh mein Gott, was, Leute? Oh mein Gott, das ist dieses eine Monster ohne Gesicht, Leute. Wie heißt das nochmal? Ey, ich hab gerade den Namen vergessen. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich hab gerade echt den Namen vergessen. Das ist ein richtig, richtig krasses Monster ohne diesen einen Namen. Und es kommt einfach hier mitten in auf den Parkplatz, Leute, nach hinten, ne? Boah, wie hieß das Monster nochmal? Ich hab's leider voll vergessen. Ah, ihr könnt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall jetzt hier, was haben wir jetzt hier noch am Start? Nochmal ein Riesengebäude, Leute. Zwei Hochhäuser. Und jetzt haben wir hier, oh mein Gott, und zwar den Puppenbody, Leute. Und zwar den Puppenkörper einfach. Jetzt haben wir hier den ängstlichen Hund, Leute. Anxious Dog ist auf jeden Fall auch am Start. Leute, wo bleibt der Zugfresser? Ich bin echt gespannt auf den Zugfresser, ne? Ich will nur den sehen. Okay, jetzt macht den schön hier ran. Genau, ganz, ganz wichtig, jetzt hier auf jeden Fall auch schön ran gemacht, Leute. Und Gott, das sieht auf jeden Fall echt aus wie ein richtig, richtig crazyhaftes Monster, Freunde. Oh Gott, was haben wir jetzt hier? Nochmal ein Hochhaus, ne? Kommen wir jetzt hier vielleicht... Oh, wir brauchen halt... Cartoon Girl, Leute, das Cartoon Girl ist auf jeden Fall auch jetzt hier am Start, sieht auf jeden Fall auch echt richtig, richtig gruselig und cool aus, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier den Little Nugget, Leute, der Little Nugget einfach am Start, auf jeden Fall auch echt ein richtig cooles Monster, Leute, einfach oben auf dem Dach jetzt oben drauf, ne, der kleine Chicken Nugget jetzt hier, ne. So, wo bleibt jetzt hier der Zugfresser, Leute, ich will den Zugfresser sehen. Oh Gott, jetzt haben wir hier nochmal ein Hochhaus, das wird jetzt nochmal ganz kurz so gedreht und dann haben wir hier einen Campingplatz, okay. Und man kann jetzt sehen, hier haben wir, oh, das Straßenpferd, Leute. Das Straßenpferd ist hier auf jeden Fall am Start. Dann einmal die Schweinkreatur auch einfach am Start, Leute. Oh mein Gott, guck euch die Schweinkreatur einfach an, ne? Das sieht ja unnormal, ey, die Stadt sieht schon so groß aus. Ich würde so gerne gerade als Miniaturfigur da in der Stadt sein und probieren, alle Monster zu töten, ne? Das wäre so krass, Leute. Ey, Leute, wir sind einfach in der Poppy Playtime Fabrik in Lego und oh mein Gott, nein, Huggy Wuggy ist da. Oh nein, sag nicht, der wird jetzt hier gegessen, Leute, oder? Oh, Huggy Wuggy, Leute, in Lego-Form und oh mein Gott, er hat ihn, glaube ich, einfach gegessen oder so, ne? Jetzt kommt direkt die Polizei, um das ganze Verbrechen abzuchecken. Und das sind nicht die normalen Polizeileute. Das ist schon so eine Spezialeinheit mit richtig so MPs, Maschinengewehren, Leute. Da ist die Poppy Playtime Fabrik. Oh mein Gott, das gehen die da rein. Aber die wissen gar nicht, welches Monster die da vor sich haben. Und oh Gott, was? Hast du gerade gesehen, Leute? Da war gerade Huggy, glaube ich, ne? Oh nein. Oh mein Gott, die werden noch niemals Huggy aufhalten können, oder? Oh, oh mein Gott, die schießen auf Huggy und es prallt alles ab. Es prallt alles. Nein, er will das nicht alle aufessen, ne? Wow, er hat den gegessen. Nein, und jetzt die beiden auch noch, oder was? Oh, Huggy Wuggy. Und er schnappt sich die beiden und haut die erstmal gegeneinander kaputt, dass die beide erstmal hier in Ohnmacht fallen, ne? Und den tritt er weg als ersten Fußball. Oh Gott, wo rennt der jetzt hin, Leute? Geht der jetzt hier gerade wirklich in die Fabrik? Ja, macht er ehrlich, Leute. Oh mein Gott. Er geht anscheinend hier in den Technikraum. Und, da ist der Professor, Freunde. Und der checkt das quasi gerade alles ab. Nein, jetzt wird er erstmal, oh mein Gott, erstmal ausgenockt. Was macht der jetzt hier? Was macht der Soldat jetzt? Er sucht jetzt hier die Kameras und guckt jetzt und sieht irgendwie da. Da hat er welche, aha, Überwachungskameras. Und da wurde sie eingesperrt, Leute. Und dann hat er hier, oh, was? Und so wurde einfach Huggy gedingens, Leute. So wurde Huggy quasi erstellt. Oh nein. Oh mein Gott, er hat es gerade herausgefunden, Leute. Schnell, geh in den Lüftungsschacht, Kollege. Schnell, bevor Huggy kommt. Oh, oh, oh mein Gott. Er benutzt die Puppe. Weil es, oh, 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 er schießt auf sie, Alter. Weil sie sich an die Puppe erinnern kann. Was? Oh mein Gott, Freunde. Was hat sie einfach zurückverwandelt? In das Mädchen wieder zurück, Leute. Das war ja Huggies Monster. Aber das war anscheinend noch gerade erstmal nur der Anfang, Leute.
Oh mein Gott, deswegen schaut bis zum Ende. Ihr wollt das nicht verpassen. Was hier alles passiert, wenn, oh mein Gott, sie hat sich wieder an Hagi verwandelt. Und ist diesmal aber wirklich zu Hause. Oh mein Gott, okay, jetzt haben wir gerade, ist gerade Nacht, Freunde, irgendwo abends. Und der Professor ist hier gerade irgendwo, aha, okay, er ist Gefangener. Also er geht jetzt quasi, ist jetzt aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und er geht jetzt nicht in die Fabrik rein, oder? Oh, und jetzt ist da diese Puppe von Huggy Wuggy, Leute. Also diese Statue. Und ja, und oh mein Gott, Huggy Wuggy ist sogar am Leben. Oh oh, lauf am besten ganz schnell weg, Kollege. Alter, oh mein Gott, das wird gar nicht gut ausgehen für den, ne? Oh, wo ist er hin? Er ist jetzt, Leute, er ist jetzt in dieses Wasser da gerade reingesprungen. Aber Huggy Wuggy sieht natürlich die Luftblasen, ne? Und weiß natürlich, dass er sich da drin verbirgt. Und tüftet jetzt irgendeinen Plan aus. Mal gucken, ob... Er sagt so, haha, was ein dummes Spielzeug. Aber Agi Wagi weiß natürlich, dass er drin war. Und, oh, wurde er gerade gerettet? Wer ist das denn? Oh mein Gott. Ist so, da ist ein gruseliges Ding ins Spielzeug. Der Polizist, der denkt auch, er kann das Agi Wagi abschießen, ne? Nein. Das wird jetzt... Oh nein. Es wird gar nicht gut ausgehen. Wow. Oh mein Gott. Okay, schnell. Oh, oh, kann der Huggy aufhalten? Locker nicht, ne? Locker nicht. Ah, 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 ah. Und das war der Polizist jetzt, er lädt nach und schießt wieder weiter rauf, Leute. Er schießt wieder weiter auf Huggy Wuggy. Los, lauf weg, sagt er, lauf weg. Okay, oh mein Gott, Freunde, ey. Was wird denn noch alles passieren? Anscheinend wird noch was richtig Krasses am Ende passieren, Leute. Ich bin echt gespannt, was wir da sehen werden. Okay, jetzt gehen die ja anscheinend auf das Fließband, Leute. Und sind jetzt hier in der... Ja, die sind jetzt natürlich da, wo man die Figuren herstellt, ne? Oh mein Gott, er schießt weiter, Leute. Er schießt weiter Fuggy rauf. Oh mein Gott. Aber, was macht er jetzt hier? Da oben. Schnell, du musst da oben... Er sieht, du musst da oben raufschießen. Zack, 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 zack. Und? Fällt es runter? Komm schon. Ja, jetzt und... Oh mein Gott, auf Fuggy Wuggy rauf. Was? Wurde Fuggy Wuggy jetzt aufgehalten? Oh mein Gott, die freuen sich jetzt gerade, ne? Aber ich glaube, die freuen sich gerade zu früh. Jetzt musst du auf jeden Fall erstmal von dem Polizisten abhauen, Leute. Weil der ist ja auch ein Gefangener, ne? Oh nein, jetzt brennt einfach gerade das Haus, wo Huggy drin gewohnt hat, beziehungsweise das Mädchen. Nein, das ganze Haus brennt einfach. Und wer ist das? Oh mein Gott, wer ist das denn? Oh, was? Die wurde geholt. Leute, war das gerade Michael Myers? Oder wer war das jetzt gerade da im Haus? Ey, was macht der? Oh, werden jetzt gleich Huggy Wuggy gegen... Wird das Huggy Wuggy gegen Michael Myers kämpfen? Oder was wird hier passieren? Oh Gott. Schnell, wir müssen ihn töten, sagen die. Okay, was dürfen wir jetzt aus? Irgendein Plan, Freunde. So. Oh, wer ist das jetzt hier, Leute? Michael, wo bist du, sagt er. Oh, da ist Michael. Nämlich Michael Myers. Und bam, 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 bam. Alle hauen ihn mit dem Brett kaputt, aber... Oh, Pelle. Sie haben Michael Myers, glaube ich, geholt, ne? Oh mein Gott, wer prügeln ihn alle? Der Arme. Oh. Was? Sie sagen, er ist tot. Oh, aber ist er das wirklich? Oh mein Gott, ist er nämlich nicht. Oh, jetzt verprügelt er die selber mit dem Stock. Aua. Kann er den angreifen? Oh, komm schon, er haut wieder. Oh nein, er wird absolut verprügelt jetzt gerade, Leute. Oh mein Gott. Ey, jetzt wäre Huggy gerade in dem Moment echt gut am Start, ne? Ey, Freunde, das sah gerade gar nicht gut aus. So, komm schon, lauf schnell weg. Schnell, bevor er noch Huggy kommt oder sonst wer. Oh. Schnell, wo sind die jetzt, Leute? Ich glaube, wir sind jetzt hier irgendwo bei dem Haus. Oder wo sind die? Oh mein Gott, da ist eine Säge, Freunde. Können die vielleicht mit der Säge den Michael Myers aufhalten, Leute? Mit dieser Kettensäge? Oh mein Gott, das könnte echt passieren, ne? Oh, was ist? Oh. Was ist? Nein! Michael Myers ist da, Freunde! Und, oh, kann er... Nein! Nein, 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 nein. Er wird jetzt nicht zersägt, oder? Ah, nein, nein. Oh, 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 oh. Was? Was war... Die schießt mit einer Pistole auf ihn. Oh mein Gott. Jetzt schnell, benutzt die Säge, schnell. Du hast ihn gekillt, sagt er. Ja, aber sonst wärst du gestorben, Kollege. Okay, ein Auto. Schnell rein da und dann kommt am besten. Los. Setz dich rein. Was? Oh mein Gott, er hat eine Axt ins Gesicht bekommen. Nein, schnell, mach den Motor an. Worauf wartest du? Und Michael Myers ist schon auf dem Beifahrersitz, Leute. Und sie wird von Michael Myers jetzt gerade geholt, ne? Oh mein Gott, die Arme. Jetzt sind wir gerade hier in der Stadt, Leute.
Und ich glaube, hier wird vielleicht der Hagiwagi wieder seinen Übel treiben. Ey, der Arm, wie der gerade geholt wurde, ne? Mit der Axt einfach. Oh Gott, aua. Ist er gerade... Oh, das ist der Joker, glaube ich, ne? Oh, er kriegt einfach eine dicke Backpfeife, Freunde. Er lacht ihn erstmal. Oh, was? Er tritt seinen Teddybär? Und da ist noch Geld drin? Oh nein, sein armer Teddybär, sagt er natürlich gerade, ne? Nein, sagt nicht, über den wir jetzt rüber gefahren, ne? Nein, sein Teddybär. Nein, er stellt ihn auch noch ein Bein. Und oh, Leute. Rest in peace, Teddy. Nein. Und alle lachen ihn auch noch aus. Und er pinkelt ihn auch noch an? Was? Die Mobben, ist ja gar nicht sein Tag heute. Einfach sein Teddy verloren. Voll angepinkelt. Oh. Guck mal, da steht er ganz traurig, Freunde, mit seinem Teddy. Guck mal, gib mal mein Teddy zurück. So ging es. Und dann wurde er erst noch ein Bein gestellt. Und oh, und hier ins Wasser werfen sie den einfach. Also die haben anscheinend ihn schon ganz, ganz lange gemobbt, ne? Was wird er jetzt machen, ist halt die Frage. Wird er sich jetzt rächen? Oder was hat er vor mit den... Oh, okay, sind die anscheinend... Guck mal, die gehen jetzt auf einen Trip oder sowas. Alle hier eingepackt. Und da. Da ist der Joker, Freunde. Oh mein Gott, der wird sie jetzt hier locker rächen, ne? Die werden ihr blaues Wunder erleben. Dafür, dass sie ihn so gemobbt haben und noch viel, viel mehr. Okay, jetzt schön jetzt hier losdüsen, Leute. Oh mein Gott, der Joker ist da. Der Joker. Oh, jetzt sind die gerade hier auf dem Camping. Oh, jetzt kommt er, Leute. Er kommt jetzt hier gerade. Oh, er hat den einen schon gerade geholt. Was? Der eine wurde gerade mit der Axt weggeholt, Leute. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist hier noch eine Axt am Start. Ey, das wird jetzt gar nicht gut ausgehen. Das wird jetzt gar nicht gut ausgehen, Leute. Holy moly. Okay, jetzt ja. Oh, jetzt wurde er auch noch geholt, Leute, mit der Axt. Was? Ey, der wurde jetzt gerade auch noch geholt. Oh, der Joker geht weiter, nimmt die Axt und holt sie jetzt gleich auch noch den dritten, der ihn gemobbt hat. Oh, wo ist er jetzt gerade? Kann er entkommen? Oh, guck mal, wie Angst er hat, der eine. Oh mein Gott, er wurde gerade fast geholt. Das war gerade so knapp. Was macht er jetzt? Er nimmt jetzt die Axt selber? Oh, kriegt er die Axt da raus? Na, oh, er lässt es los. Was macht er jetzt? Bitte jetzt. Oh mein Gott, er hat ein Schwert. Oh, was? Er hat die Hand abgehackt bekommen. Oh, oh. Da, ein Polizeiauto. Polizei, bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Und Joker hat ihn einfach aufgeholt, oder? Oh, oh mein Gott, er ist hier bei so einem Lagerfeuer. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Freunde. Es geht direkt los mit SCP-173, Freunde. Und die werden jetzt erstmal aus Lego gebaut. Und ihr könnt auf jeden Fall sehen, wie gut die sogar anscheinend gebaut werden, Leute. Das sind anscheinend die besten Lego-Figuren, die man so quasi bauen kann. Und SCP-999, Leute, oh mein Gott. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall heute richtig, richtig krasse Figuren sehen, Freunde. Und die werden anscheinend später nochmal gegeneinander kämpfen. Jetzt hier SCP-096. Okay, mal gucken, wie der gebaut wird. Ich glaube, der wird auf jeden Fall auch richtig heftig aussehen, ne? Leute, werden auf jeden Fall heute noch richtig, richtig krasse Monster kommen. Wie zum Beispiel, ich glaube, noch Zugfresser, Brückenwurm, Ex-Rutsche, aber auch noch die ganzen Geheimmonster, die ihr, glaube ich, bei mir noch nie gesehen habt, Freunde. Deswegen schaut es unbedingt bis zum Ende an. Und guck mal, jetzt wird hier nochmal so ein Monster gebaut, ne? Er sieht auf jeden Fall echt sehr, sehr krass aus, Freunde, muss ich sagen. Sieht echt sehr, sehr wild aus. Oh Gott. Okay, was haben wir jetzt hier? Es sieht aus, als wäre das jetzt irgendwie... Ey, was ist denn sogar ein Kopf, Freunde? Und es ist rechts daneben... Okay, warte, SCP-049. Also jetzt haben wir anscheinend gerade die ganzen SCP-Monster, Leute. Und ich bin mal gespannt, was hier für eine Armee gebaut wird, Freunde. Weil, ich meine, die werden wahrscheinlich später gegeneinander kämpfen, ne? So, guck mal jetzt hier. Ah, das ist dieser SCP mit dem Schnabel, Freunde. Also SCP-682. Okay, also das ist auf jeden Fall auch ein perfektes Video, um alle SCP-Monster kennenzulernen und auch wie sie ungefähr aussehen. Ohne, dass man sich davor irgendwie gruseln muss oder sowas, weil es dann auch nur aus Lego ist. Okay, jetzt haben wir hier, zack, guck mal, jawohl, alles dran. Und dann ist auf einmal hier schon mal das Krokodil am Start. SCP-001, das erste SCP-Monster, oder was? Leute, als ob, guck mal jetzt hier, jetzt geht es ein bisschen höher, jetzt kriegt es noch ein paar Arme und sowas, Leute. Okay, auch sehr, sehr wild. Ey, das ist ja richtig krass gemacht, Freunde. Hä? Okay, also, finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und guck mal jetzt hier, zack, guck mal, alles wieder ranmachen, Leute. Und dann jetzt schön, ja, perfekt dran. Ey, was? Und das Ding wird anscheinend...
Hey Leute, das wird anscheinend einfach ehrlich später kämpfen. Das SP09, okay, SCP-939. Okay, sieht auf jeden Fall auch recht ordentlich aus, ne? Das sieht auch recht ordentlich aus. Übrigens, wenn ihr wieder GTA 5 sehen wollt, Freunde, habe ich auf dem Gaming-Kanal GTA 5 hochgeladen. Da haben wir ein paar Mythen getestet, aber, ne? Gaming-Kanal ist Brock's Play. So, jetzt SCP-131, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, der wird richtig heftig sein, ne? Ey, das heißt, das Ding ist, ihr könnt euch das Video auch hier, wenn ihr die ganzen SCP-Monster nachbauen wollt, könnt ihr natürlich das Video jetzt hier einfach immer wieder starten und dann wieder stoppen, um euch das anzuschauen, falls ihr halt solche ganzen Lego-Sachen habt, ne? Also man braucht auf jeden Fall manchmal ja spezielle Sachen, so SCP-035, okay, und der wird jetzt anscheinend auch, auch ordentlich hier gebaut, ne? Guck mal, zack, 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 auch alles ran und hier hinten auch nochmal die Teile, auch sehr, sehr wild, muss ich sagen, Freunde, echt sehr, sehr gut, ne? Okay, jetzt kommt schon hier schön. Ja, alles ranmachen. Okay, auch sehr, sehr gut. Alles schön ranmachen, Leute. Und dann... warte. Oh ja, okay, okay. SCP 3166. Okay, das ist wahrscheinlich auch richtig heftig, ne? 3166 SCP. So, jetzt, ja, okay. Sieht auf jeden Fall... Okay, das Monster sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. SCP 087. Und da wird jetzt hier auch nicht... Oh, okay, das heißt, das waren jetzt anscheinend gerade alle Trevor Henderson-Monster, Leute. Und jetzt haben wir einfach die Dingens, Leute. Und zwar einfach Brückenwurm. Also, es waren gerade alle SCP-Monster, meine ich. Jetzt kommen die ganzen Trevor Henderson-Monster. Also, jetzt haben wir Brückenwurm. Jetzt hier den Smile Room, Freunde. Der Raum, wo diese Zähne sind. Naja, Mann. Ich muss sagen, ist echt sehr, sehr krass nachgebaut. Das muss ich ehrlicherweise echt sagen. Auch hier, guck mal. Einfach dynamisch, Freunde. Jetzt haben wir Longhorse. Oh mein Gott, Longhorse ist jetzt hier am Start, Leute. Oh mein Gott, okay. Das wird wahrscheinlich auch richtig krass aussehen, ne? Jetzt hier schön alles ranmachen, Leute. So, alles ran bei Longhorse. Und jetzt haben wir Cartoon Cat, ja. Cartoon Cat auf jeden Fall auch wieder ganz, ganz wichtig, Leute. Mhm. Jetzt schön alles ranmachen jetzt hier. Und dann ist einfach Cartoon Cat einfach um. Oh, was haben wir jetzt hier? Oh, Leute, ich glaube... Ja, guck mal, schön alles rangebaut und sowas, ne? Ey, sehr... Und jetzt genau das Gesicht jetzt hier von Cartoon Dog, Leute. Oh mein Gott, das sieht so krass aus, ne? Jetzt haben wir, nächstes Monster ist der Kostümmann. Okay, das heißt, hier ist der blaue Kostümmann, Leute. Und der wird wahrscheinlich, ja, im Kampf später richtig, richtig absahen. Naja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also, Forgotten Baby, Leute. Und zwar das vergessene Baby. Auch komplett aus Lego gebaut, ne? Ey, dann haben wir einfach alle Monster, wenn wir das durchgeguckt haben, einfach alle Monster gesehen, wie sie aus Lego gebaut wurden, ne? Also Country Road Central. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Guck mal, hier, guck mal, schön die Teile ranmachen. Ey, sehr, sehr wild. Jetzt guck mal, zack, 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 alles ran, Freunde. Oh mein Gott, okay. Also das sieht schon echt sehr, sehr wild aus, muss ich sagen. Das sieht echt... Oh, guck mal, jetzt hier, das Monster, Freunde. Das sieht ja richtig krass aus. So, jetzt schön jetzt hier, genau. Alles ordentlich dran machen, jawohl. Und jetzt, ja, Leute, jetzt, das wird heftig aussehen. Jetzt kommt nämlich hier schön alles ran. Und dann nochmal der Kopf, Leute. Und das ist hier dieses komische Monster. Jetzt haben wir den Lighthead, Leute. Das heißt, den Siren hat aber halt einfach mit einer Lampe oben drauf, ne? Ey, auch sehr, sehr krass, Freunde. Jetzt mal schön die Zacken ranmachen und sowas. Ey, falls ihr was nachbaut, dann lasst mir auf jeden Fall gerne mal wissen, was mir denn sowas schickt. Oder wenn ihr wollt, dass ich was selber baue, dann, wie gesagt, Freunde, bei den alten Videos, wo ich auf Lego reagiert habe, gerne noch ein Like da lassen. Bei 5000 Likes, Leute, wird auf jeden Fall, ja, das Lego-Set bestellt. Dann werde ich auf jeden Fall ein paar Sachen nachbauen. Aber das ist einfach leid. Jetzt haben wir den Zugfresser, Freunde. Ja, Mann, einfach der Zugfresser jetzt hier am Start. Uiuiui. Der wird jetzt richtig wild hier gebaut, ne? Das sieht schon echt richtig... Oh mein Gott, das sieht richtig krass aus. Ja, Mann. Alter, das sieht richtig krass aus. Oh, okay, also der... Der ist nicht ganz ohne, muss ich sagen, Leute. Der... Und das ist einfach der Zugfresser. Der ist nicht ganz ohne, Freunde. Ey, so wild. Ohne Spaß. Richtig, richtig krass. Jetzt hier, guck mal, alles wieder schön mit Lego voll machen. Optimal. So muss das auf jeden Fall. Ja, jawohl, alles voll mit Lego, Leute. Uiuiui. Uiuiui, okay. Und jetzt hier oben nochmal was drauf. Okay. Und jetzt hier. Ah, ist der Milkwalker, Freunde. Der Milchläufer. Ja. So, jetzt hier schön nochmal die Beine ranmachen. Und dann ist da einfach der Milchläufer, Leute. So krass. Die Extra-Rutsche. Oh mein Gott. Okay, also so kann man die anscheinend nachbauen. Hm, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und jetzt hier, guck mal, alles. Ja, alles schön ranmachen, Leute. Auch hier die Teile oben drauf machen. Mhm. Okay, und dann hier oben auch nochmal, zack, jawohl. Alles perfekt. So muss, oh Leute, so muss es auf jeden Fall. Das ist sehr, oh, das ist echt sehr, sehr wild, ne?
Und jetzt hier, zack, die Öffnung ranmachen. Ja, und jetzt hier nochmal da die andere Rutsche, Leute. Ah, muss ich schon sagen, sieht schon sehr, sehr wild aus, die Extra-Rutsche, ne? Die sieht schon echt sehr, sehr wild aus, Leute. Muss ich schon zugeben. Ist schon echt krass. So, Cartoon Girl Yo-Yo. Okay. Was das ist, weiß ich gerade nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Cartoon Girl Yo-Yo, Leute. Was könnte denn das sein? Also, das ist auf jeden Fall echt sehr interessant, muss ich sagen. Was ist das denn, Leute? Okay, also Cartoon Girl Yo-Yo kenne ich auf jeden Fall nicht. Aber jetzt kann man anscheinend sogar noch die Augen ran, Leute. Sieht aber sehr, sehr interessant aus. Das habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen, das Monster, Leute. Noch nie so. Jetzt haben wir God of Roadkill, ne? Also halt Gott des irgendwie Straßenverkehrskill, der dann irgendwie jemanden umfährt oder sowas. Mal gucken, jetzt hier schön die Augen ran machen. Arme und oben auch alles dran. Auch sehr wild. So, Breaking News, Leute. Das Breaking News Monster mit diesem schwarzen. Ja, man, alles schwarz da dran. Und dann, ey, das sieht auch so, so krass aus. So, echt krass nachgebaut, muss ich sagen. Jetzt hier, guck mal, die Beine sind dran, Leute. Die Arme sind auch dran. Und jetzt haben wir den Ribbit, Leute. Der Ribbit sieht, glaube ich, auch echt heftig aus. Ja, guckt euch den Ribbit an, Freunde. Der sieht auch echt richtig ordentlich aus, ne? Alter, und jetzt auch nochmal mal 4 Geschwindigkeit, okay. Und, ja, oben alles reinmachen, okay, optimal. So muss es auf jeden Fall, ne? So muss, und jetzt hier, schön, jawohl, alles. Und jetzt hier nochmal einmal, hey, warte eine Minute. Mhm. Das jetzt hier auch wieder alles reinmachen, Leute. Auch sehr, sehr wild, ne? Ey, das ist der Ribbit, Freunde. Der Ribbit sieht auf jeden Fall auch echt richtig krass aus. Guck mal, hier kommen die Beine ran und sowas. Ey, so wild. Und jetzt haben wir Cartoon Rabbit, Leute. Ich glaube, Cartoon Rabbit wird auch richtig heftig aussehen, ne? Jetzt können wir jetzt hier schön alles hochbauen und sowas, Leute. Ich glaube, Cartoon Rabbit wird richtig, richtig krass aussehen, Leute. Jetzt hier schön nochmal das Gesicht, glaube ich, machen. Schön die Zähne. Ja, das war der Mund. Schön die Zähne ran, Freunde. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Okay. Und die Augen auf jeden Fall auch jetzt, ja. Echt sehr nice. Und jetzt hier, guck mal. Wir müssen hier gerade einfach... Was? Oha, die Antennen, Freunde. Hä? Okay, jetzt sind die Füße... okay. Also es sieht aus sehr krass. Und jetzt waren es auf jeden Fall, Leute. Das waren auf jeden Fall alle Monster, die wir heute gesehen haben. Wenn ihr von der Welt sein möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt unbedingt beim Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.